Scheint wohl echt noch so eine verrückte Lillisisto zu sein. Aber die sieht gar nicht mehr so aus. Okay. Und die hier brennt. Komm schon, Kleine, beeil dich. Okay. Ich bin soweit. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier. Komm, Mr. Ja, ich bin doch schon da, aber du fehlst noch. Gehen wir, Mr. Bubbles. Und hallo. Und ich hätte als Ausschuss noch den hier. Den guten alten Automat. So. Hier. Hier. Warte. Ich flipp aus. Okay. War doch nicht das letzte. Hier rum. Hier rum. So. 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 Dann eins nach oben. Und fertig. So. Komm, Kleine. Oder hast du schon wieder den nächsten? Okay. Ich glaube, das war der nächste. Ich bin soweit. Ja. Aber sieht trotzdem noch die Hand von dem. Wo ist denn Big Daddy? Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich habe gar keinen Handschuh an, oder wie? Warte mal, wieso erkennt mich die Kamera ja nicht? Wahrscheinlich, weil ich ein Big Daddy bin, aber das hindert mich jetzt nicht daran, sie zu hacken, sodass die Bots auf die Typen schickt. So, und so. Was? Wie kam der da hin? Oh shit. Ich bin soweit. Fuck. Komm schon, Kleine, beeil dich. Mann. Jetzt geht die schon weiter. Mädchen, warte auf mich. So, jetzt erstmal wieder hacken. Okay, das ist einfach. Das heißt, das nutze ich auf jeden Fall aus. Hier rüber. Nach oben. Nach da drüben. So, so, so. Und so. Okay, du musst da nochmal aufmachen, Kleine. Mann, der Lillisisto geht's gar nicht mehr gut. Was will denn der Sack? Weder will meine Lillisisto. Ich glaube, mit dem werden wir es gleich noch zu tun bekommen. So, dann schalte ich jetzt erstmal hier ein.
Und zwar für mich allein. Und dann geht's los. Ist irgendwie gar nicht so cool, wenn man weiß, dass gleich so ein Big Daddy auf einen zukommt. Okay, jetzt läuft die ganz dicht an mir. Ach was, ich nutze jetzt das einfach. Dann dauert es nicht so lang. Gehst du durch? Okay. So. Die hier nehme ich noch mit. Okay, ich muss hier schon runter. Ich muss hier schon runter. Ach du Scheiße. Beziehungsweise so rum. So rum. Hier. Da. Und fertig. So, wo ist sie jetzt hin? Okay, die ist noch bei mir. Okay, der ist jetzt gut. Die hat es irgendwie überlebt. Keine Ahnung wie, aber sie hat's. Weh, die will jetzt die Leichen hier plündern. Ich bin soweit. Komm, gehen wir. Das war's mit der. Ja, lass mich doch mal dahin laufen. Also so ein Big Daddy hat es auch nicht leicht mit so einer Liste. Die lassen einen nämlich überhaupt gar nicht laufen, wenn die mal unter den Füßen sind. Hoch. Dann wieder darüber. Und wieder hoch. Und wieder darüber. Und jetzt so. So. Und so. Okay, komm bitte. Wem? Wem soll ich wehtun? Ist schon gar niemand da. Ich muss nach unten. Dann so. Dann so. Und hier rüber. Und fertig. Was mit dir? Bescheuerter Elite-Bouncer. Ich bin soweit. Die Mädchen bleiben besser bei dir. Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Komm, gehen wir! Wohin denn jetzt? Okay, hier muss ich jetzt die nächste holen. Na, ich versuch's. Aber das war gerade gar nicht mehr so einfach.
Besonderen. Ja, aber was komisch und ganz Besonderen. Er sieht traurig aus, Mr. B. Okay, die ist schon fertig, so wie es aussieht. Dann komm. Hallo? Geht es auch ein bisschen schneller? Ich beschütze dich doch. Es passiert doch gar nichts. Das ist unglaublich, wie langsam die sind. Nicht so schreckhaft, komm mit. Boah. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen nervig. Wo geht's hier lang? Hier geht's in den Verbandskasten. Neue Kontaktminen. Eve, Kontaktminen. Oh Mann, die hat wieder eingefunden. Ne, doch nicht. Ich bin soweit. Ja, dann komm. Ja, ich warte hier gerade nur auf dich, Mädchen. Ich bin soweit. Nee, ich weiß. Ja, Spaß. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen durchgeknallt. Das wird ihn doch töten. Okay. Da habe ich mir nochmal ein Upgrade gegönnt. Also, warte. Oh. Also. Danke. Fontaine wartet oben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüber zu. Okay, ich habe mich vergewissert. Ich bin bereit. Und jetzt geht's gegen Fontaine. Ich kann mich in den Kampf. Ach du Scheiße. Jetzt sag bloß, das ist der Typ. Okay, ich glaube, ich nehme am besten. Komm schon, Kleiner. Du willst es wirklich wissen, ha? Wie hört sich denn seine Stimme jetzt überhaupt ganz anders an? Roman. Kann ich gegen den eigentlich keine Plasmide verwenden? Oh shit. Oh shit. Lad mal. Ich muss hier weg. Der Typ ist ja ganz schön schnell. Was sagt der Bringer, Penner? Ich versteh's nicht richtig.
Oh shit. Okay, jetzt schnell. Und wieder eine Dosis raus. Okay, jetzt kam gerade nochmal seine normale Stimme durch. Und jetzt ist ganz schön verkohlt, oder was? Also, dann prügel ich den mal wieder kaputt. Und das letzte Mal, oder wie? Ach du Scheiße, was ist denn das? Ich glaube, die Bienen sind gar nicht mehr so schlecht. So, jetzt schnell, 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 schnell. Jetzt habe ich dich. Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Oh shit. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. So, und du bist ganz schön durchgeknallt von Tail. Du siehst aus wie eine Statue, ehrlich gesagt. Ja. Schnappen euch. Aber pass auf. Das sind aber ganz schön viele. Okay. Das sieht ein bisschen krank aus. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Dann sind sie jetzt also in der Außenwelt. Die Chance, Liebe zu finden. Und leben ihr Leben. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Das war jetzt also Bioshock. Und ich lasse jetzt nochmal die Credits durchlaufen, die komischerweise nicht von selber kommen. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo ich spiele, wo nicht die Credits von selber durchlaufen. Und jetzt frage ich mich noch eins. Was hat denn eigentlich das Ketten... Tattoo auf jeweils, glaube beiden Armen zu bedeuten. Das ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall lustig und auch irgendwie ein bisschen seltsam, also praktisch hier mein erstes Singleplayer-Let's Play zu machen. Ich war, was man vielleicht gemerkt hat, oft praktisch ein bisschen blöd beim Lesen. Ich wusste gar nicht warum, weil ich glaube, ich war ein bisschen aufgeregt und bin zwar vielleicht jetzt noch. Und oftmals wusste ich auch gar nicht, was ich sagen soll oder beziehungsweise war ich an manchen Stellen ein bisschen ruhig, weil ich finde es gar nicht mehr so. Also ich glaube, es geht allen so.
Ich kann jetzt mal nicht mehr noch reden. Ich glaube, jetzt habe ich schon 2 Stunden noch so aufgenommen. Am Stück. Das ist dann doch allein ein bisschen komisch. In GTA Online haben wir zum Beispiel, glaube ich, auch mal 2-3 Stunden aufgenommen, aber wenn man allein ist, dann ist es doch ein bisschen anstrengender. Weil da muss man halt wirklich darauf achten, dass man die ganze Zeit auch jeden unterhält und doch redet. Ja. Und beim Lesen, oft habe ich mich einfach nur verlesen oder sonst irgendwas, weil ich einfach nur aufgeregt war. Und es ist halt schon ein bisschen eine komische Sache. Hier jetzt auch praktisch mit Leuten zu reden, wo man überhaupt gar nicht weiß, ob die überhaupt zuhören oder wer das ist. Oder es sind ja praktisch dann Fremde. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich denke mal, dass... also jetzt wird wahrscheinlich dann noch Bioshock 2 kommen und dann Bioshock Infinite. Werde ich wahrscheinlich jetzt alles noch machen. Ich weiß aber noch nicht so ganz, ob es jetzt gleich am nächsten Tag mit Bioshock 2 losgeht dann gleich. Oder ob ich dann noch eine kleine Pause mache. Auf jeden Fall wird es weitergehen. Und ich sage danke fürs Zusehen. Ich lasse jetzt hier noch die Credits durchlaufen. Auf jeden Fall danke. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Grüßt ihn da nicht von mir. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ade.